Ja, servus. In diesem Kurzvideo erkläre ich heute mal die Anmeldung zur Regiz-Suche. Ich halte mich ganz kurz, ohne großartige Erklärung. Für die ausführliche Variante gibt es ein zweites Video, das jetzt, wenn alles funktioniert, oben rechts aufploppen sollte, der Link. Oder unten in der Beschreibung oder auf unserer Homepage. Unter Anmeldung Regiz-Suche oder auf dem YouTube-Kanal könnt ihr das ausführliche Video mit der genauen Erklärung anschauen. Also, ihr habt ja hier schon draufgeklickt, Anmeldung Regiz-Suche, habt alles durchgelesen, habt uns die Daten übermittelt, wir haben einen Termin schon abgesprochen und ihr seid da weitergegangen. Und jetzt kommt ja die Methode 1, dann später mit den A2 Videos und ihr klickt jetzt auf den Zugang der Spezialsoftware. Und übermittelt uns praktisch die Felder. Hier erlauben klicken, dass Google im Hintergrund schon mal aktualisiert den Ort. Dann den Namen des Melders angeben. Also in dem Fall machen wir jetzt mal den Max Mustermann. E-Mail-Adresse ist nicht notwendig. Wenn das auch hinterlegt ist, ganz gut. Dann kriegt er auch eine Rückmeldung, dass es geklappt hat. Telefonnummer. Ist die Schweiz hinterlegt, einfach die 1 rauslöschen, den 9 dahinter und könnt euer Telefonnummer erlegen, ist aber nicht notwendig. Adresse braucht man nicht, Bemerkung braucht man nicht, weiter zu Schritt 2. Kurze Erklärung, wie es funktioniert. Könnt ihr euch durchlesen oder ich erkläre es ja im Video. Dann loslegen. So, dann taucht Google Maps auf. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder linke Maustaste festhalten und verschieben und dahin gehen, wo euer Feld ist. Und dann mit dem Mausrädchen rein oder rauszoomen oder mit Plus Minus. Noch einfacher geht es über die Suche oben. Hier kann man Ort oder Örtlichkeit eingeben oder Adresse, also es geht beides. Ich nehme jetzt mal unser Tierheim. Da gebe ich jetzt einfach Tierheim Hasberge ein. Zack. Dann zoomt es zwar kurz raus, zentriert sich aber über ein Tierheim, dann einfach auf Plus klicken. Hier links auf Plus klicken, immer weiter runter und et voilà, hier ist unser Tierheim. Und wir wollen heute, will ich jetzt zum Beispiel dieses Feld hier melden, also dieses hier. So, einfach in die Ecken reinklicken mit der linken Maustaste. Das Fenster, wo ihr aufgeht, erstmal kurz ignorieren, füllen wir später aus. Nächster Punkt, nächster Eckpunkt. Nächster Eckpunkt und schon ist das Feld markiert. Muss nicht genau sein, überarbeiten wir später noch einmal. Dann füllen wir hier die Felder aus. Der Name ist ganz wichtig, das ist der Feldname. Feldname. In dem Fall nenne ich es jetzt mal Tierheim. So, geschätzter Termin anwählen. Name. Des Feldbesitzers. Das kann jetzt auch der Jagdpächter sein, der Landwirt. Das ist für uns einfach nur für die Software, damit wir wissen, an wen wir uns melden, bei Rückfragen melden sollten und für die Software für spätere Einsätze nächste Saison. Okay, dann machen wir wieder unseren Mustermann Max. Adresse ist jetzt in dem Fall wichtig. Da langt wieder Ort oder Örtlichkeit in der Nähe. Es gibt ja leider keine Hausnummern bei einem Feld, logischerweise. In dem Fall weiß ich jetzt, in der Nähe vom Tierheim ist der Euro-Rastpark. Also gehen wir jetzt GAU ein. Euro. Oder halt dann die genaue Adresse, was in der Nähe ist. Zack, dann füllt das System automatisch alles aus. Telefonnummer wäre hier auch ganz gut. Deutschland. So, E-Mail könnt ihr hineinfügen, müsst aber nicht. Bemerkung wäre nicht schlecht für wichtige Informationen, was noch zu beachten ist oder was ihr uns mitteilen wollt. Oder den Jagdpächter, den Zuständigen, den Namen und die Telefonnummer. So. Okay, speichern. Das war's. Dann oben auf Feld Anmeldung senden und wir haben die Daten und können also direkt in unsere Flugsoftware übernehmen, nachdem wir sie bearbeitet haben. Kurz noch erklärt, falls das Feld wenn komplizierter ist,
Angenommen, das gehört noch dazu oder es war ein zweites Feld, da muss man dann noch ein neues anlegen. Einfach hier das Plus anklicken, rüberziehen. Wir wollen jetzt das da noch dazu haben. Das heißt, wenn wir jetzt das Plus nochmal ziehen, es darauf. Man kann es auch ein bisschen enger machen, wenn es Kurven sind, aber ihr müsst nicht so genau arbeiten, das langt für uns. So, und dann jetzt haben wir da natürlich da so eine Querlinie, wollen wir nicht, wir wollen ja ein Rechteck. Also ziehen wir das daher und zack, ist markiert, fertig. Soll denn noch, jetzt ist das als ein Feld hier, soll denn noch ein zweites Feld dazu gemeldet werden, gleich, oder ein drittes, viertes, dann sucht euch das Feld, linke Maustaste, zieht dahin, wo ihr wollt, könnt noch ein wenig rausziehen. Wenn es in der Nähe ist, sollte es nicht in der Nähe sein, könnt ihr wieder über die Suche oben arbeiten oder halt rauszoomen und mit der Maus hingehen. Ich sage jetzt einfach mal, okay, dieses Feld soll jetzt auch noch dazu gemeldet werden. Dann einfach wieder draufklicken auf die Eckpunkte. Klack, klack, klack. Fertig. Und das gleiche wieder. Name eingeben. Datum. Den Namen vom Feldbesitzer, das gleiche wieder wie vorhin. Da schreibe ich jetzt einfach irgendwas rein, die Adresse und so weiter und speichern. Und dann sind jetzt zwei Felder gemeldet und so geht es auch mit dem dritten, vierten und so weiter ab. Dann einfach senden klicken. Jawohl, wir wollen senden. Und jetzt kommt hier noch die Meldung, dass wir uns zurückmelden. Und für genaue Erklärung, wie jetzt mit den 48 Stunden stimmt, natürlich nicht. Das muss ja viel schneller gehen. Das ist nur Standardmeldung. Könnt ihr ja das genaue, das ausführliche Video anschauen. So, okay, ich hoffe, ich war jetzt ganz schnell und das Video ist nicht so lang und nicht so kompliziert. Das war auch das Ziel und deswegen rede ich jetzt nicht länger, sondern ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es funktioniert. So bekommen wir unsere Daten und es ist für beide Seiten dann wesentlich leichter. Es muss nur einmalig gemacht werden und nächste Saison haben wir dann einen Mega-Vorteil, weil alles schon vorbereitet ist und man hat keinen Aufwand. Weil letzte Saison hat man einen Aufwand, wir mussten ständig hin und her telefonieren, passt es so, das Feld passt nicht. Und per WhatsApp schreiben, jetzt ist für beide Seiten mit dem System, denke ich, leichter. So, alles klar, das war's. Dann eine erfolgreiche Saison und tschüss.